Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Monsters. Beim letzten Mal haben wir das Tor beendet gehabt. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt schon auf den Weg machen zum Kolosseum, um diesen nächsten Rang zu machen. Ist etwas länger her, dass ich aufgenommen habe. Dementsprechend gucke ich lieber nochmal eben. Aber wir waren mal fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Kolosseum. Wir sind ja einigermaßen gewappnet, was das Ganze angeht. Und dann würde ich sagen, bereiten wir uns vor aufs nächste Tor. Denn bis auf Augenbaum haben wir jetzt noch keine neuen Monster, die wir paaren könnten. Und ich denke mal, nach dem nächsten Tor wird sich denn das auch geändert haben, dass wir noch ein paar mehr zur Verfügung haben. So, sehr geehrte Damen und Herren, hier kommt unser neuer Herausforderer. Sein Name ist Terry, drückt ihm die Daumen. So, jetzt beginnt die erste Runde. Gucken wir mal, was der Gegner hat. Er hat schon mal irgendeinen Slime. Irgendwie eine Schlange und ich habe keine Ahnung, was das letzte war. So. Eine Hahnviper, ein Slimebaum und eine Giftechse. Und die Giftechse, die hat's in sich, weil die kann, wie der Name sagt, vergiften. Und dementsprechend sollten wir da aufpassen. Laura schicken wir mal auf passiv. Einfach damit sie, wie ihr seht, vergiftet nach einem Angriff. Laura schicken wir auf passiv, weil ich denke mal, dass sie auch entgiften wird dann. Wie man sieht, klappt das wunderbar. Und ich hoffe, die Giftechse ist jetzt gut, die ist weg. Dann mache ich mir jetzt nicht mehr ganz so viele Sorgen drum, dass wir das nicht irgendwie schaffen könnten oder so. Jetzt wird das kein Problem mehr sein. So, die Hahnviper passt auch weg. Jetzt fehlt nur noch der Slimebaum. Und der Slimebaum wird, vermute ich mal, das geringste Problem werden. Und es ist auch wirklich so. Der erste Sieg ging an unseren Herausforderer. Jetzt kommen wir zur zweiten Runde. Und der hat auch einen Drachen. Und einen Drachenslime. Und das letzte ist. Ah, ein Dragslime, ein Drache und ein Fee-Drag. Schauen wir mal, wie wir uns gegen die anstellen. Also Fee-Drag macht schon mal keinen Schaden, das ist schön. Aber der Drache, der wird uns, glaube ich, noch vor Probleme stellen. Wie ihr seht, jede Menge Schaden. Und ich hoffe, Nora heilt sich jetzt selber, weil sonst kriegen wir gleich ein ganz gewaltiges Problem. Ja. Das sieht doch sehr gut aus. Jetzt gehen sie alle nur auf den Drachen und der Drache müsste auch jetzt in dieser Runde dann gleich das Zeitliche segnen. So. Auch der zweite Sieg an unseren Herausforderer. Jetzt kommt die dritte Runde. Das ist Master Ted. Und mit Master Ted haben wir in der letzten Runde schon mal gesprochen. Nach der letzten Runde. Und gucken wir mal, was der drauf hat. Terry, habe nicht gedacht, dass du so weit kommst. Ich bin Master Ted. Wirst du mich besiegen? Hahaha. Es ist auch nicht schlimm, wenn du verlierst. Aber da soll sich mal nicht so sicher fühlen, weil an Hausslime und Kilofuß, das wird, glaube ich, nicht so das riesige Problem werden für uns. Okay, ich könnte mich auch irren. Gucken wir mal, was der Feueratem bringt. 15 Damage, 10 und 21. Damit kann man leben. Aber die Eisattacke, die macht mir doch schon jetzt gerade ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich zugestehen. So, der Hausslime ist schon mal weg. Der zweite auch. Jetzt ist der Sieg wirklich sehr nahe.
Weil der Kilofuß, der macht einfach nicht viel Schaden. Da hat mir dann eher wirklich die Eisattacken vom Hausleim gerade Sorgen gemacht. Aber da muss ich mir ja jetzt nicht mehr so große Sorgen machen. So, besiegt! Glückwunsch, ein neuer Held ist geboren. Ein Applaus für Master Terry. Klasse, Rang E ist geschafft. Der König hat dir den Ruh- und Mutraum geöffnet. Dort warten stärkere Monster auf dich. So sieht's aus. Gehen wir uns nochmal umgucken. Es tut mir leid, was ich so gesagt habe. Ich werde jetzt ernsthaft trainieren. Terry, vielleicht an einer Paarung interessiert? Eine Paarung mit meinem Eisdämon? Ja, das machen wir. Ich glaube, im Gegensatz zu den sonstigen Paarungen brauchte man hier keinen Level 10 Monster, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich probiere es einfach mal. Ist das in Ordnung, ja? Der Level, achso, gut, muss doch. Dann gebe ich mal einfach... Dann gebe ich es mal raus. Augenbaum? Ja, ich gebe mal Augenbaum raus. Ja, wir beginnen die Paarung mit ihm. Und wir wissen jetzt nicht, was rauskommt. Wir wissen nur, dass wir die beiden Monster paaren. Und im Gegensatz zu sonst bekommt jetzt der Master ein Ei, also Ted und ich. Und das war's. Wir wissen aber nicht, was rauskommt und dementsprechend gehen wir jetzt gleich erstmal nach unten. Hoffentlich ein gutes Monster. Das Ei schicke ich zum Hof. So, dann gehen wir nämlich gleich nach unten in den Schrein der Sterne und gucken, was uns da Schönes erwartet. Vielleicht erwartet uns ja wirklich ein starkes Monster. Wäre zumindest zu wünschen für uns. Ja, wie gesagt, die letzte Zeit kommt ein bisschen unregelmäßig alles, weil zeitlich im Moment ein bisschen stressig. Aber ich werde mich morgen dran setzen und nochmal richtig fleißig aufnehmen, da ich nächste Woche auch eine Woche lang nicht da bin. Und dementsprechend will ich versuchen, möglichst auf Vorrat komplett für die ganze Woche was aufzunehmen. So, wir bekommen eine Erzblume. Meine Erzblume sieht so aus. Bisschen merkwürdig, aber naja. So, ich bin damit einverstanden. Dann lassen wir die mal brüten. Eine Erzblume plus 1. Und ja, es wurde endlich mal Namensvorschläge genannt und ich nenne sie einfach mal, weil es mir gerade schnell in den Kopf gegangen ist und das auch passen würde, so ein bisschen Messy Rose. Auch wenn es jetzt ein männlicher Rose ist, aber sonst passt es ja, ist ja eine Pflanze und Blume und so und ja. Gehen wir mal Statuswerte gucken. Die Statuswerte sind schon mal sehr gut für ein Level 1 Monster. Kann sich schon eigentlich sehen lassen. Aber wir lassen Rose auf dem Hof. So, und sonst machen wir erstmal nämlich nichts hier. Ups. Jetzt gehen wir nochmal im Gucken. Ich glaube, hatte ich Medaillen? Ja, da habe ich eine Medaille. Eine Medaille habe ich. Dann gehen wir noch zum Medaillensammler nach oben. Und geben doch schon mal die Medaille ab. Dann haben wir nämlich, glaube ich, schon zwei Medaillen abgegeben. Und wir kommen dem Donnerer so langsam aber sicher entgegen. So, ich glaube, hier mussten wir rüber und nach oben nochmal. Ja. So. Ich sammle Medaillen. Hast du was mitgebracht? Ich nehme Dank an. Du hast mir bisher zwei Medaillen gebracht. Bei 13 gebe ich dir Donnerer. So, dann sind wir die Medaillen nämlich auch los. Und dann begeben wir uns schon zum nächsten Tor. Und ich glaube, jetzt beginnt das so langsam mit den ganzen Giftechsen und so weiter. Und die Tore werden dann doch schon etwas schwieriger. Aber da ich ja zum Glück
ein Monster mit habe, was Vergiftung heilen kann, bin ich ganz guter Dinge. So, welches haben wir wo? Hier ist der Ruhe- und Mutraum. Rechts ist das Muttor, links das Ruhetor. Dann gehen wir erstmal hier hinein. Wollen ein bisschen Ruhe. So, wir haben ein Seekraut schon mal gefunden. Damit könnte man jetzt die ganze Karte aufdecken. Aber ich behalte das erstmal. Vielleicht für den Notfall eher. Hier haben wir schon mal 42 Gold gefunden, was schon jetzt eine Menge ist. Und hier haben wir Schrauber. Sieht aus wie eine fliegende Trompete. Und ich glaube, im Endeffekt soll es auch eigentlich das darstellen. So, das erste Monster ist am Schlafen. Und die Monster machen mal überhaupt gar keinen Schaden. Also mit einem Schaden kann ich nämlich sehr, sehr gut leben. So. 53 Erfahrungspunkte. Mal eben gucken, wie viel wir brauchen bis zum nächsten Level ab. Da brauchen wir 500, 300, 117. Ja, aber das geht eigentlich. Wenn wir jetzt im Schnitt wirklich immer so um die 50 Erfahrungspunkte kriegen, dann haben wir ja relativ schnell das voll. So, ein Punkt sein. Und wieder ein Schrauber. Und das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Wie ihr seht, wir machen mit dem kurzen Prozess. Und bekommen wieder über 50 Erfahrungspunkte. Das ist schon alles so, wie es sein, also wie ich es mir gehofft, oft habe. So. Ein Mega-Hahn, den hatten wir aber, glaube ich, schon bekommen. Der interessiert uns also im Endeffekt nicht. Uns interessiert höchstens der Schrauber hier aus diesem Trupp heraus. So, mal gucken. Gehen wir jetzt, ja, gehen auf den Punkt-Slime. Das ist gut so. Dann besteht nämlich die Chance, dass der Schrauber vielleicht bei uns mitkommt. Und neue Monster sind immer, wie gesagt, sehr gerne gesehen. Vielleicht haben wir auch Glück und das Monster ist schon von vornherein Level 10. Ah, kommt nicht mit. Ich möchte aber auch noch nicht für einen Schrauber oder so mein Fleisch verwenden. Da warte ich lieber noch ab. Da gibt es auf dieser Ebene, in diesem Tor bestimmt noch bessere Monster. So, da haben wir einen Punkt Slime. Den müssten wir, glaube ich, in einer Runde schon besiegt haben. Ja. Das hier ist vielleicht ein Heiltrank. Nein, ein MP-Kraut. Das MP-Kraut würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Nehme ich lieber normales Kraut und heile nochmal irgendwie. Heile ich Alor. Und natürlich kommt ein Monster. Oder auch zwei. Ja, und das ist einfach so die Attacke für den Punkt-Slime, wenn er seine Kameraden ruft und die kommen, weil dann macht das doch schon ein wenig Schaden. Und vor allem auf höheren Leveln macht das dann wirklich dann gut Schaden schon. Aber wir sind mit Kräutern sehr gut gewappnet und Nora kann heilen, also alles noch ganz, ganz entspannt hier. Und Giftechsen habe ich hier auch noch nicht gesehen, was ich sehr gut finde. Weil das ist... Es war und ist auch bestimmt immer noch ein Hassgegner, beziehungsweise er wird es wieder werden. Es ist immer sehr, sehr schwer, gegen Giftechsen zu kämpfen. Weil, wie gesagt, bei jeder normalen Attacke im Endeffekt ist man vergiftet. Dann haben sie noch irgendwie einen Giftatem, womit die ganze Gruppe vergiftet ist. Und
Das kostet dann immer sehr, sehr viel Zeit im Endeffekt. Weil man immer die ganze Zeit aufs Leben achtet. Meistens ist es denn so, dass das Heilmonster am Heilen ist und nicht am Entgiften. Und toi, 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 dass wir das da einigermaßen gut überstehen dann. Das Futter lasse ich mal jetzt liegen. Ich habe ja ein bisschen was. Ich will lieber erstmal noch ein bisschen die Kräuter aufbewahren. Und spätestens, wenn der Heilzauber sich endlich weiterentwickelt hat zu Allheil, dann wird das Ganze doch etwas entspannter. Dann werde ich auch vermutlich nicht mehr allzu viele Kräuter mit mir rumschleppen. Weil das Monster mit dem Heil, mit dem Allheilzauber, das heilt halt die ganze Partie auf einen Schlag. Zwar nicht komplett voll, aber das macht schon, also das ist schon ganz gut dann. Dann ist man auch nicht mehr auf die Kräuter angewiesen, falls man mal wirklich in Not gerät oder so. So, die Gegner sind überrascht. Das ist gut. Dann gibt's einmal den Feueratem. Womit die alle schon mal ganz gut angeschwächt sind. Nora macht inzwischen auch schon 16 Schaden. Und liegt damit so auf dem Level von Alor ohne Fähigkeiten. So, Alor steigt auch ein Level. Jetzt haben wir die ganze Ebene schon mal freigemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part an genau dieser Stelle wieder. Also, bis dann und tschüss.